Konnichiwa, meine Anime- und Game-Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Alan Wake. So, die letzten Parts sind immer heftiger geworden. Es wird, glaube ich, sogar noch schlimmer. Die Dunkelheit rastet jetzt richtig aus. Oh Gott. Wow. Das ist ein bisschen nervig, dass der Ton manchmal ein bisschen abkackt. Dafür kann ich jetzt nichts. Gefällt mir nicht. Au. Natürlich, ihr kleinen miesen Pissnägen. Mitten im Weg hier. Dankeschön. Checkpoint. Weiter geht's. So, Munition. Gut, was habe ich ausgerüstet? Das nehme ich jetzt mal. Die Leuchtfackeln. Ich will nicht mehr. The Darkness. Zeigt sein Gesicht. Schön für dich. Schön für dich. Nicht schön für uns. So. Was war das? Das Soundkulisse ist nicht schön. Komme ich denn hier rüber? Nö. Okay. Wie komme ich denn da hin? Dieses komische Atmen da im Hintergrund, das geht mir tierisch auf den Sack. Wenn ich jetzt hier springe, dann passiert doch nichts. Hey, hier, ah. Ich bin vorbeigelaufen. Ich habe es mit Absicht nicht gesehen. Nee, Spaß. Ja, okay. Sieht nicht gut aus. Gegner auf jeden Fall. Ich trau mich immer nicht. Boah, hier sind so viele Kästen. Das ist ja gar kein gutes Zeichen. Ja, Knopf drücken heißt's wieder mal. Auf Wiedersehen. Komm wieder, schön viel Gegner. Freut mich nicht. Ansonsten. Oh, Blendgranate. Schön versteckt hier. Gut, die rüsten wir mal aus. Das wird wahrscheinlich wieder sehr übel werden hier. Was ist das? Muss ich das auch machen? Ich weiß nicht. Das scheint ja irgendwie so der Stromgenerator oder so zu sein. Ohne den geht ja gar nichts dann. Kettensäge? Das sollte nicht das Geräusch sein. Das sollte nicht das Geräusch sein, was ich hier hören möchte. Okay, ist gut, Mann.
schon, komm schon. Boah. Das war eine knappe Sache. Bis jetzt. Das kommt, wird sowieso noch schlimmer. Schön Licht. Oh, das kommt ja runter. Upsala. So. Immer schön nachladen. So, Knopf drücken. Wir fliegen in den Himmel. Oh. Also geht's doch in die Hölle? Das gefällt mir jetzt aber nicht. Hab mich doch so gefreut. Benutzen. Manuskriptseite. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte. Und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Na, hoffentlich klappt das auch. Puh. Wir werden ja hier reichlich beschenkt. Ich will mich ja nicht beschweren oder so, aber... Kehren Sie um. Man kann es auch übertreiben. Du denkst, das da hält mich jetzt auf? Okay, das könnte mich aufhalten. Nee, du brauchst jetzt hier gar nicht werfen. Warum kommt ihr mal mit so viel Waffen an? Unglaublich. Naja, die wollen die werfen, ist klar. Die mich hier aufhalten wollen. Weiter. Nee. Ich will nicht gehorchen. Geh mal nicht auf den Keks, du alte Schrulle. Wow. Nie geliebt. Ja, jetzt kommt die mit der Nummer. Jetzt kommt die mit der Nummer. Natürlich. Boah. Na, sage mal.
Will ich denn da runter? Ich habe keinen Bock. Oh, Scheiße. Den Tornado besiegen, na klar. Nicht schlecht als das. Alter. Was fliegt hier so rum? Manchmal bin ich froh, dass hier Steine stehen. Weiß ja nicht, ob das was bringt. Scheiße, ich bin gerade ziemlich sprachlos, muss ich sagen. Weil der Tornado hält uns natürlich auf und wir müssen da aber hin. Okay. Oh Gott. Keine Chance. Halt deine Klappe, du alte, doofe Kuh. Was ist die Frage, ey? Schieß einfach rauf, was soll's. Oh. 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 Haben sie mich jetzt mitgezogen? Na toll. Scheiße. Au. Das hat wehgetan. Keine Chance. Na warte ab, irgendwann schaffe ich's. Ich bin ziemlich konzentriert gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Das ist ja alles hier durcheinander. Um Gottes Willen. Ich kann auch nicht so rüberspringen. Das ist ja das Problem, weil die Kacke hier mich sonst mitreißt. Zum Beispiel dieses Schiff da. Wow. Ist ja schön, dass hier so viel Munition ist, was? Ey, muss ich da echt hin? Scheißdreck. Ich musste sein Herz durch Licht verletzen. Ja, okay. Was versuche ich denn die ganze Zeit?
sie versagen. Halt die Klappe. Es ist in ihrem Kopf. Na und, dann ist es eben in meinem Kopf. Sie bilden sich das ein. Stirb! Stirb! Haben wir sie erst mal aufgehalten? Und? Was passiert jetzt mit dem Klicker? Er soll ja springen. Und den Klicker betätigen. Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Du kannst mich meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Du kannst deine Tabletten soll selbst... Soll ich Dr. Hartman anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcha ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Tom. Ja. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch. Schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Wo sind wir denn jetzt? Einkaufs? Was? Okay, das ist ja geil. Telefon. Fass. Warum? Vogel. Ich verfolgte die Idee eines Wegs. Okay, das ist gerade ein bisschen verwirrend. Kiste. Der Weg. Okay. Was steht da? Ich dachte gerade Batterien. Ich verlasse dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alice? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst.
Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an. Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an. Ja. Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Ich gebe mir doch schon Mühe. Ich bin gerade so fassungslos, dass ich kaum was sagen kann. Vogel. Warum muss ich einen Vogel machen? Der schreibt doch, glaube ich. Das ist dieses Tippen. So, okay, so spannend es jetzt auch ist, ich muss leider erstmal einen Cut machen, sonst ist es zu lange. Schaltet dann wieder am nächsten Part ein und dann geht es spannend weiter. Bis dann.